Auspacken und Einrichten von Druckern der Serie HP Laserjet M207 bis M212 und M207E bis M212E. Öffnen Sie den Karton und entfernen Sie dann das Netzkabel und den Pappkartoneinsatz. Entnehmen Sie das Produktreferenzhandbuch und lesen Sie es, um die Verwendung der Druckertasten, die Farben der vorderen Lichtleiste und die Schritte zur Fehlerbehebung bei Wi-Fi zu verstehen. Legen Sie die Box auf die Seite und ziehen Sie dann an der Plastiktüte, um den Drucker aus der Box zu entnehmen. Entfernen Sie die Schaumstoffkappen und nehmen Sie den Drucker aus der Tüte. Achtung. Ziehen Sie das orangefarbene mittlere Tonerblatt noch nicht heraus. Entfernen Sie das orangefarbene Klebeband, mit dem die Abdeckung des Zufuhrfachs an der Vorderseite des Druckers gesichert ist und legen Sie es beiseite. Entfernen Sie die zwei orangefarbenen Klebebandstreifen vom Drucker. Die Karte mit den ersten Schritten Getting Started enthält den QR-Code. Mit dem Code können Sie HP Smart auf Ihr Mobilgerät und HP Support Informationen herunterladen. Entfernen Sie die Karte vom Drucker. Achtung: Entfernen Sie die Tonerkartusche nicht aus dem Drucker. Die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Tonerkartusche ist bereits zum Drucken bereit. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Druckers an. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine Steckdose an. Schalten Sie den Drucker ein. Navigieren Sie auf Ihrem Computer oder Mobilgerät zu 123.hp.com, um die HP Smart Software oder die HP Easy Start Software für Windows 7 und 8 Benutzer herunterzuladen. HP Smart ist erforderlich, um mit Ihrem Drucker zu drucken. Laden Sie die Software und folgen Sie den schrittweisen Anweisungen, um den Drucker mit einem wireless Netzwerk zu verbinden, einen HP-Account zu erstellen und Ihre optionale HP-Plus-Registrierung abzuschließen, je nach Ihrem Druckermodell. Folgen Sie nun der geführten Animation, um die Druckereinrichtung abzuschließen. Senken Sie das Papierzufuhrfach ab. Schieben Sie die Papierführungen an die Außenseiten des Zufuhrfachs. Legen Sie einen Stapel weißes Normalpapier mit der Druckseite nach oben in das Zufuhrfach ein und schieben Sie den Stapel bis zum Anschlag nach vorne. Schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie am Papierstapel anliegen. Entfernen Sie die Abdeckung des Zufuhrfachs aus der Tüte und setzen Sie sie ein, indem Sie sie nach innen drücken, bis sie einrastet. Ziehen Sie das Klebeband ab und ziehen Sie das orangefarbene mittlere Tonerblatt vorsichtig aus dem Drucker. Entfernen Sie das orangefarbene Klebeband, mit dem das Ausgabefach gesichert ist. Ziehen Sie das Ausgabefach heraus. Der Drucker ist jetzt bereit zum Drucken. Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Wiedergabelisten in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos.